So, willkommen bei Let's Play The Witcher. So, wir haben gerade eben bemerkt, dass wir ein Buch über Kikimoren brauchen. Deshalb bin ich wieder zurück zu Triss Haus vom Teleporter in einem Turm. Jetzt gehen wir raus und gucken mal ob wir irgendwie ein Bestiarium. Und wir müssen noch den Wolfskopf abgeben. Der Wolfskopf. Wollen ihn ja nicht immer die ganze Zeit als Trophäe dabei haben. Muss ja nicht sein. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg gehen. Ach, ich weiß schon, wie ich mit den Wachen umgehen muss. So, wir brauchen das Gasthaus bei Neu-Narrakord, der Jäger. Seid ihr krank? Tragt ihr diese Schwerter nur, um anzugeben? Ja. Nur um anzugeben. Was anderes interessiert mich gar nicht. Zweifellos, Adas. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Doch, einige sogar. Zum Beispiel einen Wolfskopf abzugeben. Seid gegrüßt. Was bringt Geld? Ein riesiger Wolf ist im Sumpf aufgetaucht und die Wyvern jagen. Einheimische, nichts als Ärger. Ich habe einen riesigen Wolf getötet. Hier ist der Kopf. Doch nicht auf meinen Tisch, Herr Geralt. Das stinkt nach Krankheit. Hier sind 600 Ohrens. Lebt wohl. Dankeschön, Dankeschön. So. Jetzt gehen wir zum Marktviertel und holen uns Bestiarium über Kikimoren. Dafür sollten wir ja jetzt genug Geld haben, würde ich behaupten. Ja, das reicht. Das sollte reichen. Ach ja. Tolle Idee. Danke. Finde ich nämlich auch. Buchhändler. Vielleicht ein gutes Buch? Was haben wir denn hier? Der letzte Wunsch. Elementargeist, Genien. Habe ich bereits gelesen, habe ich bereits gelesen. Gelesen, bereits gelesen. Alp, Bruxa, Flatterer und Garkin. Kikimoren und Riesentausendfüßler. Okay. Drei Bücher haben wir noch zu kaufen. Jetzt nur noch eins. Bei Elementargeist genieren. Alles klaro. Alles klaro. Alles klaro. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ah, knapp verfehlt. 800 brauchen wir. Wir haben ja noch Zeug dabei, was wir verkaufen können. Endlich. Wobei, nee, die brauchen wir. Jetzt dürfen wir wieder gucken, welcher Händler was aufkauft. Das ist tatsächlich relativ nervig. Gut, der kauft nichts von unserem Zeug. War hier nicht noch ein anderer Händler? Alchemister. Hier hat irgendwie ein paar verlorene Vitalitätspunkte. Kann man nicht verkaufen. Für 40? Geht klar. Und das auch mal verkaufen. So. Ja. Textilverkäufer. Ich sagte 200. Pardon. Aber ich bin immer. Okay, ich glaube, für das letzte Buch kriegen wir gerade die 600, die 800 nicht zusammen. Das ist zwar schade, aber kann schon mal passieren. Haben wir dann demnächst.
So, jetzt müssen wir schauen. Alchemistische Zutaten haben wir genug. Jetzt gehen wir nämlich erstmal wieder zu Triss Haus zurück. Porten uns wieder in den Sumpf. War das Triss Haus? Nee, Triss Haus hatte eine Treppe, das ist Triss Haus. Okay. Hoch geht's hier. Labor von Kalkstein zum Turm im Sumpf. Ja, machst du auch? Danke. So, jetzt können wir nämlich auch Kikimoren zerlegen. Und alle möglichen anderen Dinger. Das ist sehr praktisch, weil dann können wir nämlich die beiden verbliebenen Quests abschließen. Wenn wir das Geld davon bekommen, können wir auch das letzte Bestiarium kaufen. Ich weiß nur nicht, wie viele Herbarien wir noch kaufen müssen. Das ist eine Frage, da habe ich keine Antwort gerade drauf. Wobei im Moment können wir ja alles relativ gut machen. Jetzt bin ich nur gerade... hier unten zur Höhle mussten wir, ne? Dann müssen wir hier wieder über den Weg raus. Oh, das war ein Blutsäuger, das hat sich angehört. Wie ein richtig fieses Monsterviech. Dabei ist es nur so verdammter schwedischer Blutegel. Und ich habe Haufen Toxicity, fällt mir mal gerade mal auf. Kann ich hier nochmal raus? Da lang. Betrunkene Tote und noch ein Blutsäuger. Hat da gerade jemand einen Zauber geworfen? Ich habe da hinten was blitzen sehen. Okay. Da läuft wohl eine Party gerade. Hier lang. Will ich an der Party teilnehmen? Oh, fuck, nein, will ich nicht. Boah, dafür brauchen wir eine ganze Armee. Lass mich los. Lass mich in Ruhe. Hau ab. Verschwinde. Blutsäuger. Alter, der verfolgt uns ja immer noch. Ah, nein. Das war falsch. Mit dem Schwertwechsel ist manchmal ein wenig... Okay, ja, macht euch gegenseitig platt. Ist mir recht. Kann ich in der Zeit ein paar Kikimoren killen. Und diesen nervigen Ertrunkenen. Was hast du gesagt? Ach! Die gehen ja langsam auf den Piss hier. Oh, endlich. Oh, habe ich jetzt Ruhe? Danke. Arschlöcher. So, jetzt kann ich hier auch die... Ja, Kikimoren. 1 von 10. So, kann ich irgendwie ein bisschen Tränke herstellen. Aber ich habe gar keinen
Ike dabei. Also nicht. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. Ja, was? Ich wollte ja, dass alles respawnt, aber ich... Warum? Ertrunkene und Blutsäuger. Die nervigen Viecher, die ich nicht brauche. Oh. Der lebt noch. Ruhe jetzt. Danke. Kikimo? Nee. Ah! Nerv mich nicht! Keine Kikimoren. Ich brauche noch ein paar. Auf dem Weg hierhin waren doch so viele. Was geht ab? Die ganze Zeit wurde man so von so riesigen Kikimoren-Soldaten überfallen. Und jetzt kommen hier nur noch Ertrunkene und Blutsäuger. Da ist einer. Bro, dich mache ich fertig. Hat das viel Schiss von mir? Oh, die Ertrunkenen haben die Kikimoren besiegt. Lame, Leute, lame. Zwei. Und. Nichts. Wie viel brauchen wir eigentlich? 10 Stück waren das, ne? Von Kikimoren fang. Nee, Kikimoren irgendwas. Klauen waren's. 10 Klauen von Kikimoren. Wir haben jetzt 2. Toll. Stirb! Der Kikimoren-Soldat haut vor uns ab, obwohl er relativ stark ist, aber... Die fucking Ertrunkenen greifen einen an, weiter. Ah, komm her. Loot! Okay, die haben keine Klauen dabei. Schade. Also nur die Kleinen. Ah, ist ja toll. Och nö. Die Ertrunkenen und die Blutsäuger, die gehen mir richtig auf den Senkel. Klaue Nummer 3. Hammert jetzt mal. Da ist die Höhle wieder. Ah, eine arke Spor. Achso, nee, ich brauche hier irgendwie, ne? Ich will eigentlich Ruhe.
Jetzt warten wir ein bisschen, bis unsere Energie sich ein bisschen regeneriert hat. Und dann können wir in die Höhle rein. Da sind Gorgonen, glaube ich, drin. Ja, Katze. Da ist zu. Ne, das ist einfach nur so Wandpilz. Da ist kein Psilocybin drin. Also müssen wir einen Fliegenpilz suchen. Oder ein paar geeignete Trüffel. Gorgos! Was braucht man von den Gorgos nochmal? Der Gorgo-Vertrag. Schreibe 5 Gorgonenfedern bringen. Gorgonen haben wir auch Power. Eine. Oh nein, eine zweite. Wieder auf Axi. Patsch! Huch, da lebt noch was. Steh auf. Nee, doch nicht, okay. 3. Kreis der hängenden Steine. Bro, du störst mich gerade bei meinem Ritual der Magie. Das war dann Nummer 4. Schön. Gorgo, Gorgos, Gorgos. Gorgos Fetze macht Spaß. Die haben wenigstens ein bisschen mehr auf dem Kasten als Ertrunkene und Blutsäuger. Ihr lähmen Kreaturen der Unterwelt, verschwindet zurück in die Schatten. Du kannst nicht vorbei. Bam, bam, bam. Überleben zu viel. Aber dafür geben die auch gute EP.
Patsch! So. Wo ist jetzt unser Psilocybin? Das sind alles die Wandpilze. Ach, das ist ja noch eine. Die mir echt auf den Sack. So. Stümmelter Leichnam. 36 Urin. Kann man verkaufen und einen Feuerstein. Ganz schön, ganz schön. Sollte hier nicht irgendwo das Psilocybin jetzt sein? Ist ein Aussehwand? Nee, ah, Kahlkopfpilz. Nee, Kahlkopffilz. Da stand Filz. Alle klaro, dann ab zurück. Hier ist nichts, nee. Kann ich mich hier raus teleportieren? Geralt, was tust du da? Geralt! Wenn du jetzt nochmal da rumläufst, dann habe ich deine Mutter lieb, ja? Jetzt hör mal hier auf. Ey! Hallo? Okay, offenbar kann man den Scheiß nicht benutzen oder irgendwie. Ich kann ja auch nicht weg. Scheiß rebellischer Motherfucker, ey. So, jetzt aus der Höhle raus und ab zum Hierophanten. Aber das seht ihr leider erst in der nächsten Folge. Tschüss.